Sie war dran. Aber jetzt das Tor und auch die Überzahl für Fortuna Neubrandenburg. Jetzt wollen wir mal sehen, das ist die erste Überzahl in diesem Spiel. Wie damit umgegangen wird. Und es gibt Freiwurf. Stemmer hatte sich da durchgesetzt. Laura! Laura! Neubrandenburger Seite spielen wir mit einer Manndeckung gegen Maike Schult. Menke mit dem Wurfversuch bekommt den Freiwurf. Schwerin macht das an sich ganz gut, versucht da Angriff zu spielen. Versucht auch die Zeit damit durchzuspielen. Maike Schult kriegt den Ball nicht gefangen. Und der Konter für Fortuna Neubrandenburg abgebrochen. Jetzt spielen sie es ruhig. Aber Neubrandenburg natürlich gefordert, weil sie liegen hier mit 3 im Rückstand. Und Clem scheitert an Güdokeit und Breuer bekommt zum Entsetzen der Schwerinerinnen den Freiwurf und den haben sie schön ausgespielt. Und Güdokeit hält den Ball. Mit etwas Glück, aber mit vollem Einsatz hält sie den Ball. Und die Zeit läuft weiter für Grün-Weiß-Schwerin. Und die Zeit läuft auch ab gegen die Unterzahl. Und Grün-Weiß-Schwerin darf wieder auffüllen. Und da setzt sie sich dann durch und macht den Treffer. Annemarie Rahn, das ist bereits ihr zweiter. 19-15 und Spielzug angezeigt. Momentan spricht viel für Grün-Weiß-Schwerin. Das war klasse durchgesetzt von Clem. Ihr dritter Treffer in diesem Spiel. 19-16. An der Hektik unsauber gespielt. Muss auf grün-weißer Seite gar nicht mehr sein. Das kann man hier ruhig angehen. Und da war sie am Abend dran für meinem Dafürhalten, aber der Ball gehalten und da konnte er von der Brandenburg klären mit dem Treffer. Ihr vierter Treffer in diesem Spiel. 19-17. Oh, war gut aufgepasst von Maike Schult, aber auch dieser Ball muss dann natürlich aufs Tor kommen. Jetzt wieder angezeigt. Und das Tor für Fortuna Neubrandenburg. Elisa Matschke mit dem 19-18. Und schönes Kreisanspiel von Kriegsmann und es gibt den 7 Meter. Für Grün-Weiß-Schwerin. Noch den Torwartwechsel bei Fortuna Neubrandenburg. Miriam Schadow jetzt im Tor gegen Jennifer Kriegsmann. Bisher sicher vom 7-Meter-Punkt. Und auch dieses Mal der 9. Treffer. 20-18.
Klemm mit der Täuschung, aber da wollte sie durch, wo einfach kein Durchkommen war. Gestellt für Weyer, nimmt sich den Wurf nicht, das ist ein Schrittfehler natürlich im Freiburg für Neubrandenburg. Da hat sie nicht den Mut, da hochzusteigen. Jetzt hat sie es und wieder Jeske mit dem Block dran, der lange Pass nach vorne auf Kriegsmann, sie fängt den Ball nicht, Stemmer hat den Ball. Und das habe ich sauber gesehen, die Schiedsrichter entscheiden auf Freiburg für Grün-Weiß-Schwerin. An sich schön gedachte Finte von Kriegsmann. Pass auf Schuld angezeigt und dann doch selber gegangen, aber das gut gelöst auf der Brandenburger Seite, gut verteidigt und da hat sie die Lücke und das Tor für Grün-Weiß-Schwerin durch Annemarie Rahn. Ihr dritter Treffer zum 21:18. Und Auszeit genommen von Fortuna Neubrandenburg. Der Abschluss bei dieser Auszeit für Grün-Weiß-Schwerin. Die klare Ansage, wie das Spiel hier ausgehen soll. Auf Sieg. Und wir haben noch 8,5 Minuten zu spielen. 21:18 der Spielstand. Ballbesitz für Fortuna Neubrandenburg. Und wollen auch sehen, was die Auszeit jetzt bewirkt hat. Man muss auf Schweriner Seite weiterarbeiten, so hat es der Trainer gesagt. Immer weiter arbeiten, das Spiel ist noch lang und es ist noch viel möglich. Und abgerechnet wird am Schluss und Weyer nutzt diesmal ihre Möglichkeit, ihren Sprung. Und Wurfgewalt und Stämme. Nach dem schnellen Anwurf 7 Meter. Und einen Blick auf den Neubrandenburger Trainer verrät: Mensch, ich hab's doch gerade gesagt. Ich habe es doch gesagt. Und wieder passiert. Kriegsmann, Treffer. Ihr Zehnter in diesem Spiel. Alle 7 Meter waren drin. Eine wichtige Grundlage, 22:19. Und das gilt es natürlich auf Neubrandenburger Seite zu verhindern, weil genau diese schnellen Gegenstöße machen alle Angriffsbemühungen zunichte. Selbst wenn man dann das Tor macht, Schwerin ist schnell vorne, bekommt das Tor oder den 7 Meter. Und damit ist die ganze Arbeit, um wieder ein Tor ranzukommen, wieder dahin. Weyer an die Latte und der Konter für Grün-Weiß-Schwerin. Neubrandenburg aber zurückgeeilt. Harder. Hat die Torhüterin getroffen. Und da gibt es einen Schubsen und das dürfte 2 Minuten geben. Das darf natürlich nicht sein, da hat sie sich geärgert, da hat sie den Ball an den Kopf bekommen. Aber dann darf sie natürlich nicht schubsen.
Kurze Konfusion. Natürlich deutet man das jetzt raus, dafür kommt eine neue Torhüterin ins Tor. Und eine Feldspielerin muss runter. Deshalb Überzahl jetzt für Grün-Weiß-Sperrin. Okay, jetzt hat es ein wenig Konfusion gegeben. Jetzt Überzahlspiel für Grün-Weiß-Sperrin. Aber es ist schön zu sehen, dass trotz dieses engen Spielstands bei diesem Spitzenspiel, wo so viele Emotionen hier auch von hinter mir, von den Rängen kommen, trotzdem noch Spaß bei den Spielerinnen vorhanden ist, auch wenn sie hier mit 3 Toren hinterliegen und mit einer Spielerinnen momentan weniger spielen müssen. Schön ein Lächeln zu sehen. Und mal gucken, wie sich jetzt das auf dem Spielfeld umsetzt. Traut sie sich nicht von außen zu werfen. Dabei weg und das war schlecht zusammengerückt und Judokai hält den Ball. Das war klasse gehalten. Obwohl schön gespielt war. Elisa Matschke lässt da den Ball fallen. Und Weyer geht in die Mitte rein, die Abwehr rückt nach und dann der Pass wieder nach außen. Das darf natürlich nicht passieren in Überzahl für Grün-Weiß-Sperrin. Jetzt der Ballverlust. Aber es war natürlich auch klasse gesehen und schön gespielt. 5,5 Minuten haben wir noch. Freiwurf für Fortuna Neubrandenburg. Grün-Weiß lässt den Ball natürlich liegen, trotz Überzahl. Natürlich, die Zeit läuft hier für Grün-Weiß. Man führt mit 3 Toren. Weyer wirft in den Block. Einwurf von der Ecke. Da klatscht man sich ab. Der erneute erfolgreiche Block auf grün-weißer Seite. Eine der Geheimnisse der zweite Hälfte. Dann kriegt man wieder wunderbar den Ball rausgespielt. Neubrandenburg darf wieder auffüllen. Und Weyer mit dem nächsten Versuch und wieder Güdokeit. Ganz starkes Spiel heute von den Torhüterinnen von Grün-Weiß-Sperrin. Und schön durchgesetzt von Annemarie Rahn, ihr 4. Treffer, 23:19. Und jetzt Zeit angehalten. Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen Annemarie Rahn.